In Mission 6 spielen wir zum ersten Mal in dieser Kampagne als Maia. Das dunkle Volk ist auf dieser Karte abwesend. Dafür sollen wir aber zwei Siedlungen der Römer und Wikinger zerstören. Die Siedlung der Römer befindet sich im Südwesten, die der Wikinger im Südosten und beide treffen sich im Süden. Das Gebirge im Nordosten eurer Siedlung enthält alle Erze, aber keines davon wirklich konzentriert. Im Süden eurer Siedlung findet ihr Kohle und Eisen. Ein Stück westlich findet ihr Kohle, Eisen und Stein. Hinzu kommt ein Piratenschiff im Südosten, bei dessen Wrack ihr Eisen und Gold findet. So, jetzt wo die Formalitäten erledigt sind, what the fuck, Blue Byte? Das hier ist eine der schwersten, wenn nicht sogar die schwerste Mission des Hauptspiels. Es gibt zwei Gegner, die im Gegensatz zu mir sogar die Rohstoffe für einen längeren Krieg haben, während meine Gebirge einfach nichts hergeben. Und da sie nicht aufhört anzugreifen, ist es egal, wie viele Schlachten ich gewinne, weil ich den Krieg früher oder später einfach nur durch Zermürbung verliere. Noch dazu ist die Karte riesig, wodurch ich nicht mal die Übergänge zu den feindlichen Siedlungen erreichen kann, obwohl die halbwegs brauchbar für eine Verteidigungsstellung wären. Habe ich erwähnt, dass Axtkämpfer fucking OP sind? Okay, ich werde mein Bestes geben, um eine Strategie zu finden, die einigermaßen zuverlässig funktioniert, aber ich kann beim besten Willen nichts versprechen. Um diese Mission auf Normal zu schaffen, müsst ihr viel micromanagen und die Schwächen der KI ausnutzen. Dazu später mehr. Reißt zunächst alle Türme bis auf den kleinen im Süden ab, einschließlich des Aussichtsturms. Hört die Anzahl eurer Planierer um 7 und die eurer Bauarbeiter um 3. Den letzten Hammer benutzt ihr für einen Geologen. Schickt schon mal einen Schwertkämpfer zum Wrack und baut 3 Steinmetze, 3 Holzfäller, ein Sägewerk und ein Forsthaus. Bei der Platzierung der Holzfäller müsst ihr etwas aufpassen, denn einen werdet ihr später auf jeden Fall brauchen, um das Gebiet für eure Verteidigungsposition zu roden. Und auch in der Siedlung müsst ihr Platz schaffen. Schaut euch nicht davor, Holzfäller abzureißen, falls ihr zu dem Zeitpunkt noch keine neue Axt bekommen habt. Spätestens jetzt solltet ihr ein mittleres Wohnhaus bauen. Am Anfang solltet ihr Häuser abreißen, sobald sie keine Siedler mehr enthalten, wenn eure Betten das zulassen, damit ihr mehr Material habt. Erobert die beiden Berge, die an eure Siedlung grenzen, und expandiert in Richtung Südwesten, bis ihr das Gebiet zwischen dem Berg und dem Sumpf erreicht. Baut außerdem eine Jagdhütte, um die Versorgung eurer späteren Eisenmine zu sichern. Eure Kohlemine versorgt ihr vorläufig mit Fisch. Euer erstes Ziel in der Metallindustrie ist eine Werkzeugschmiede, dicht gefolgt von einer Eisenschmelze. Lasst in der Zwischenzeit einige Diebe die Eisen- und Goldbarren vom Wrack holen. Sobald ihr könnt, lasst ihr von eurem Werkzeugschmied eine zweite Säge für ein weiteres Sägewerk sowie weitere Äxte, Spitzhacken und 1 bis 2 Sensen produzieren. Trefft außerdem Vorbereitungen für eine erste Mana-Produktion. Baut euren großen Tempel links neben den kleinen, mit dem ihr gestartet seid. Vervollständigt eure Metallindustrie und baut eure Mana-Produktion weiter aus, wenn eure Rohstoffe das zulassen. Langfristig werdet ihr nicht ohne Mana überleben. Ob sich eine vollständige Brot- und Fleischproduktion lohnt, kann ich nicht klar sagen, aber wie bereits erwähnt, sind die Minen nicht sehr ergiebig. Zur Verteidigung baut ihr eine Mischung aus großen und kleinen Türmen zwischen dem südwestlichen Gebirge und dem Sumpf. Platziert außerdem mindestens 2 kleine Türme so, dass eure Verteidigungssoldaten, die bei ihnen stehen, angreifen könnten, ohne sie zu provozieren. Das ist nicht ganz einfach, ihr müsst vielleicht etwas rumprobieren. Sorgt dafür, dass jeder Gegner mindestens einen Turm erobert. Ihr müsst nach 50 Minuten mit einem ersten Angriff rechnen, aber die ersten Angriffe der beiden Parteien sind noch harmlos. Scheut euch auch nicht, die patrouillierenden Soldaten gezielt in die Reichweite eurer Türme zu locken. Ein Lazarett solltet ihr ebenfalls in der Nähe haben. Produziert außerdem Level 2 Soldaten. Für mehr reicht euer Gold nicht und ihr könnt sie immer noch mit dem Beförderungszauber auf Stufe 3 bringen. Eure Waffenschmiede sollte größtenteils Bögen produzieren, der Großteil eurer Waffen wird aber aus eurer Mana-Produktion kommen. Ihr müsst um jeden Preis verhindern, dass einer der beiden Gegner über 150 Soldaten kommt, sonst wird er euch irgendwann überrennen. Wenn ihr genug Bogenschützen habt, könnt ihr sogar die Patrouillen gezielt angreifen. Leider musste ich feststellen, dass diese Strategie ebenfalls glücksabhängig ist. Als ich sie einmal ohne Aufnahme ausprobiert habe, ist es mir sogar direkt gelungen. Als ich es einige Stunden später in der Aufnahme demonstrieren wollte, wo ich sogar noch einige Fehler vermieden habe, funktionierte es nicht. Es spielen einfach zu viele Variablen hinein, vom genauen Angriffsverhalten der KI bis hin zu Zaubersprüchen. Gelegentlich setzt der Wikinger Thors Hammer ein und zerstört einen eurer Türme, was wieder alles durcheinander bringt. Hinzu kommt, dass die göttlichen Gaben auch zufällig sind. Ich glaube aber, dass diese Strategie auf leicht funktionieren wird, da die KI dort weniger Kampfkraft hat und weniger aggressiv sein dürfte. Und wenn ihr diesen Guide braucht, kann ich euch nur empfehlen, euch zumindest diese Mission nicht auf Normal anzutun. Ich werde es jedenfalls nicht mehr, aber wenn ein Siedlergenie dieses Video sieht, tut ihr keinen Zwang an, ich lasse mich gerne belehren. Und wenn du selber ein Video machst, in dem du das gut erklärst, sag mir Bescheid und ich verlinke dich. Falls ihr trotzdem auch auf leicht Schwierigkeiten habt, habe ich eine modifizierte Version des Skripts erstellt, die den Angriffsmodus der Gegner auf 0 setzt. Die Beschreibung der nächsten Mission behauptet, dass die Römer und Wikinger gar nicht vorhatten, die Mayas anzugreifen, daher halte ich das für legitim. Ich wollte sie ursprünglich auf defensiv setzen, sodass sie erst angreifen, nachdem man sie provoziert hat, aber das hat keine Änderung herbeigeführt. Die gute Nachricht ist aber, dass es nach dieser Mission wieder einfacher wird. Lediglich die letzte Mission macht mir noch Sorgen.